Es gibt mehrere Möglichkeiten, Musik mit AirPlay auf Geräte anderer Hersteller zu schicken. Die preiswerteste ist Apples WLAN-Station AirPod Express. Über den Audioausgang des WLAN-Moduls lassen sich beliebige HiFi-Geräte anschließen. Entweder digital oder analog per Cinch-Kabel. Auf demselben Weg gelangt AirPlay-Musik zum Beispiel auch auf ein Multiroom-System von Sonos. Apple TV gibt mit seinem optischen Digitalausgang oder HDMI ebenfalls Signale an eine AV-Anlage weiter. Manche Geräte haben die Fähigkeit zum AirPlay-Empfang aber auch schon eingebaut. AV-Receiver von Denon, Marantz oder Pioneer etwa. Ihnen reicht eine Netzwerkverbindung, um Musik von iPad und Co. zu empfangen. Auch manche HiFi-Komplettsysteme, mit oder ohne Dockingstation, bieten mittlerweile diese Funktion. Wer kein ganzes Stereo-System benötigt, kann die Musik auch auf reine AirPlay-Lautsprecher streamen. Hersteller wie JBL oder Bowers & Wilkins bieten solche Systeme an. Sie empfangen die Musik drahtlos per WLAN und lassen sich in der ganzen Wohnung aufstellen. Der Zeppelin Air von B&W lädt auf seinem Dock auch gleich die iPad-Batterie.